ist denn das? Wer schreit denn da? Mutter! Mutter! War das nicht Berthold? Ja, bitte. Ja, ich komme sofort. Assistent. Wer ist denn das? Das ist Edgar Stanitz. Ja, ist das nicht der Mann von der... Ja, von der Dingster? Von der Pauli. Irene Pauli. Von der Schauspielerin? Ja, gehst du nie ins Theater? Seit Don Röschen nicht mehr. Wer hat ihn denn erschossen? Der Sohn der Pauli. Sie hat einen Sohn aus erster Ehe, Berthold Thieme. Und der hat ihn erschossen? 20 Jahre alt, ja. Ja, der Hausmeister hörte den Schuss und sah den Jungen die Treppe heruntergehen. Ja, Gott sei Dank. Endlich mal ein klarer Fall. Was ist, können wir jetzt? Nein, nein, warten Sie. Wer sind Sie, Kriminalpolizei? Ja. Wann ist es denn? Vor 2 Stunden. Warum hat man mir nichts gesagt? Sie waren auf der Bühne. Bühne? Wir hatten mit Ihrem Intendanten gesprochen. Und der sagte, lasst Sie weiterspielen. Die Vorstellung muss ja weitergehen. Ja, es war ja nicht zu ändern. Aber der Gedanke, dass ich auf der Bühne gestanden habe, um meinen eigenen Tod zu spielen. Während hier... Man hat mir am Telefon gesagt, es sei mein Sohn gewesen. Ja. Wie kommt er an eine Pistole? Doch eine Pistole benutzt. Ist das eine Pistole gewesen? Ja. Wie kommt er daran? Ich habe nie eine Pistole bei ihm gesehen. Weiß man denn genau, dass er es war? Der Gedanke ist so abwegig, so absurd, so völlig unvorstellbar. Wo ist der, Berthold? Wo ist der? Geflüchtet. Er stieß den Hausmeister zur Seite und flüchtete.
mir nicht. Nein. Verzeihen Sie, ich muss etwas trinken. Herr Schippmann, was haben Sie gesehen? Der Kommissar sagt, Sie waren dabei. Waren Sie dabei? Ich habe den Schuss gehört, Ihre Frau. Wo waren Sie? In der Wohnung, unten. In welchem Zimmer? Vorne, hinten? Ja, vorne. Da können Sie einen Schuss hören? Ja, es hörte sich an wie ein Schuss. Was heißt, es hörte sich an? Es hörte sich eben an wie ein Schuss. Es war ja auch einer. Meine Frau sagte, geh mal raus, das war ein Schuss. Und das war bei der Pauli. Was haben Sie gemacht? Ja, ich ging rauf, gnädige Frau. Ich habe geklingelt. Ich habe an die Tür geklopft. Ich habe gerufen. Was haben Sie gerufen? Herr Stanitz habe ich gerufen. Ist was los? Es hat niemand geantwortet. Da habe ich den zweiten Schlüssel von unten geholt. Schloss auf und ich ging hinein. Ja, ich musste doch nachsehen. Ja. Da stieß mich plötzlich jemand beiseite. Ich flog gegen die Wand. Berthold lief an mir vorbei die Treppe hinunter. Berthold? Berthold. Haben Sie ihn erkannt? Ja. Sie sagten doch eben, es stieß sich jemand hier gegen die Wand. Sie sind hingefallen. Ja. Sie standen wieder auf, da war der Mann doch schon auf der Treppe. Da konnten Sie ihn doch nur von hinten sehen. Ja, es war aber Berthold. Es war Berthold. Wie können Sie so sicher sein? Sie werden gestoßen. Sie haben Angst in dem Moment, schreckliche Angst. Haben Sie Angst gehabt? Ja, er hat doch eine Pistole in der Hand. Angst haben Sie gehabt, haben Sie geschrien? Ja, ich dachte... Sie haben Angst gehabt, Sie kommen da rein, Sie werden von jemandem gegen die Wand gestoßen. Sie fallen, Sie schreien auf vor Schreck und hören einen Menschen laufen, einen Mann. Er läuft die Treppe hinunter, einen Mann, den Sie nicht genau gesehen haben. Es war Berthold. Alter Mann, ein hilfloser Mann. Schiffmann, der sollte schon längst im Ruhestand sein. Alles wird ihm zu viel, aber man findet ja niemanden. Ein hilfloser Mann, bemüht, aber hilflos. Und einfach zu alt. Gehen Sie, Herr Schiff. Entschuldigen Sie, Frau, aber... Ja, kommen Sie. Oh Gott, ich kann doch nur sagen, was ich gesehen habe. Es war doch nur mal Berthold. Ja, ja, es ist gut. Kennt doch Berthold seit über 10 Jahren. Da war ein Kind noch. Ja, ja. Kommen Sie auch. Zu alt? Wieso bin ich zu alt? Wieso sagt diese Frau zu alt? Tue ich nicht alles für diese Leute? Ja, ja, ja. Ich tue doch wirklich alles in diesem Haus, was ich... Wann können wir denn rein? Hm? Wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Ja, wir kommen heute auch nicht ins Bett. Chef? Ja, bitte. Können die Herren jetzt rein? Ja, natürlich. Was geschieht denn? Er kommt ins Gerichtsmedizinische Institut. Autopsie? Ja. Bitte. Gib mir immer an die Nieren sowas. Tja, ja. Und das schon seit 30 Jahren. Das wird sich wohl auch nicht mehr ändern. So, und jetzt haben wir zu tun. Nämlich den Jungen finden. Wo ist er hin? Also Bahnhof, Flugplatz. Wir müssen eine Fahndung laufen lassen. Dann den Taxizentralen Bescheid sagen. Und den Schreibung durchgeben. Warum meldet sich da niemand? Hallo? Der Robert, warum muss ich denn so lange warten? Also hör zu. Gib mir mal das Foto, ja. Das da vom Regal, ja. Ja, Robert, es handelt sich um eine Fahndung. Die muss sofort in Gang gesetzt werden, verstehst du? Ja, also ich gebe dir jetzt die Beschreibung durch. Es handelt sich um einen jungen Mann namens Berthold Thiemel, 20 Jahre alt. Thiemel, was ich buchstabiere. T-H-I-E-M-E-L. M-E-L. Ja. Es scheint ein hübscher Bengel zu sein. Ah, das ist der Sohn von der... Ah so, ja. Ja, ich hab alles. Es geht gleich raus. Ja, natürlich. Wie? Ja, nicht doch. Ich bin fabelhaft gelaunt. Es ist ja schließlich erst Mitternacht. Ja, Ende. Sag mal, Robert. Was ist denn los? Weißt du, dass ich schon eine Stunde im Bett gelegen habe? Das wird auch die einzige Stunde sein, die du heute Nacht im Bett verbracht hast. Wäre aber schade. Für was braucht man uns denn? Für eine Treibjagd. Was werden Sie mit meinem Jungen machen? Ihr Sohn, Frau Pauli, hat einen Mord begangen. Leider hat er sich der Polizei nicht gestellt, also müssen wir ihn suchen.
Ich komme mit. Das halte ich aber nicht für richtig. Ob richtig oder nicht, was soll ich denn sonst tun? Schlafen gehen vielleicht. Ich komme mit. Ich weiß, wo mein Junge, wo er hingeht, wo er sich aufhalten wird. Es kommen nur ein paar Personen in die Frage. Ich muss mit. Hat er nicht eine Pistole bei sich? Ja. Es gibt eine Adresse in Schwabing, meine Schwester wohnt dort. Kann sein, dass... Wenn es Ihr Sohn ist, dann sagen Sie ihm, er soll sofort hierher kommen. Es sei das Beste, sich zu stellen. Bertolt? Wo bist du? Sag, wo du bist. Komm her, Bertolt. Aber wenn du doch sagst, dass du es nicht warst. Wie war das? Du bist da reingekommen. Ja. Du hast Edgar tot gesehen. Ja, weiter. Die Pistole lag am Boden? Ja. Du hast sie aufgenommen? In dem Moment hat es geklingelt. Das ist er! Das ist er! Versuch's mal, Harry, ja? Sag mal, wo ist denn hier das Licht? Geben Sie mir die Pistole. Nein. Es hat doch keinen Sinn mehr. Ich lasse mich nicht einsperren. Sie müssen jetzt gerade stehen dafür. Aber ich war's doch gar nicht, wirklich nicht. Nein. Ich kam rein, da sah ich ihn liegen, im Sessel liegen. Aber da war er schon tot. Ich habe gehört, wie Ihre Mutter Ihnen das vorgeschlagen hat. Aber nein. Die Pistole, die lag da unten auf dem Boden. Da habe ich sie genommen. Und da hat es geklingelt an der Tür. Geben Sie sie mir. Sie glauben mir nicht? Nein. Er ist weg, Chef. Ja. Aber ich habe mit ihm gesprochen. Er ist ganz am Ende. Ich meine, man muss ihm alles zutrauen jetzt. Er hatte kein Vertrauen zu mir. Mit der Blitz war er wieder weg. Na ja, schon gut, Harry. Ich hatte schon richtig ein bisschen Angst um dich. Aber er hat schnell gelernt. Er wollte genau das anbringen, was seine Mutter ihm beigebracht hat. Am Telefon? Ja. Er sei es nicht gewesen und er sei nur so dazugekommen. Genau dieselben Worte. Na ja, die Frau kämpft um ihn, was? Ich sage doch gar nichts Schlechtes, Herr Schickmann, wenn ich sage, Sie können möglicherweise den Fall nicht ganz übersehen. Sie hörten den Schuss. Sie sind doch nicht gleich aufgestanden und haben nachgesehen. Nein, gleich nicht. Wir haben das erst besprochen, meine Frau und ich. Ja, eben besprochen, überlegt, hin und her überlegt, nachsehen oder nicht nachsehen.
Darüber ist doch Zeit vergangen, Herr Schiffmann. 5 Minuten, 10 Minuten vielleicht. Kann doch sein, 10 Minuten. Ja, gut, ja. 10 Minuten. Ja, ja, vor allem sind Sie doch noch einmal hinuntergegangen, um den Nachschlüssel zu holen. Ja. Überlegen Sie doch, Herr Schiffmann. Bis Sie dann wirklich in die Wohnung hineingegangen sind, sind doch gut 10 Minuten vergangen. Ja. In der Zeit war der Mörder doch längst weg. Möglicherweise durch ein Fenster über den Balkon in den Garten hinunter. Und in der Zwischenzeit kommt Berthold. Ja, so kann es natürlich auch sein. Ja. Herr Schiffmann, 10 Minuten. War er's? Ja, aber er ist weg. Weg? Er ist uns leider entkommen. Aber er hat auf die Beamten geschossen. Geschossen? Auf Sie geschossen? Nein, nicht auf mich. Er ist nicht gewalttätig, ich schwöre es Ihnen. Ich weiß nicht, in was für einer schrecklichen Situation er sich befindet, aber er ist nicht gemeingefährlich. Nein, das glaube ich auch nicht. Nein. Ich habe ja mit ihm gesprochen. Haben Sie? Was sagt er? Er sagte, dass es nicht gewesen sei, sagte er. Sagt er? Ja. Warum läuft er dann weg? Warum tut er das? Angst, er hat einfach Angst. Er ist der Situation, in die er geraten ist, nicht gewachsen. Er sollte stehen bleiben, sagen, wie es war. Und wie war es? Er kam nach Hause, er schloss auf, er fand den Toten. Herr Schiffmann, Sie hörten den Schuss. Wie viel Zeit verging, bis Sie wirklich in der Wohnung waren? 10 Minuten. Das war doch das, was Sie hören wollten. Ich kam gerade noch zurecht, wie Sie ihm diese 10 Minuten nahelegten. Es kommt darauf an, was Herr Schiffmann sagt. Und wenn er sagt 10 Minuten, dann müssen Sie das als eine Aussage zur Kenntnis nehmen. Das können Sie nicht übergehen. Herr Schiffmann. Ja. 10 Minuten, sagt er. Ich fragte ihn nach und er sagte ungefähr 10 Minuten. Das sage ich nun aus. Und noch etwas. Würden Sie bitte nach oben kommen? Ja, bitte. Ich habe etwas gesehen, was Ihnen vielleicht noch gar nicht aufgefallen ist. Bitte kommen Sie mit nach oben. Bitte, schauen Sie. Ja, das ist eine offene Balkontür. Ja, aber sie ist doch geschlossen. Ich meine, abends ist sie geschlossen, immer geschlossen. Hat sie jemand aufgemacht? Von innen? Ich stelle mir das so vor, der Mörder schießt. Er will raus, er hat Schritte auf der Treppe. Berthold kommt. Der Mörder hört den Schlüssel schon im Schloss. Was soll er tun? Er öffnet den Vorhang, geht durch die Balkontür und klettert hinaus. Es ist doch keine Schwierigkeit, auf diese Weise hinunter in den Garten zu kommen. Was sagen Sie dazu? Ja, ich weiß nicht. Aber Sie können doch die offene Balkontüre nicht ignorieren. Nein, das werde ich auch nicht. Gehen wir jetzt. Wohin? Sie haben doch selbst gesagt, Sie wüssten, wohin Ihr Junge gehen wird. Ja, meine Schwester wohnt in Schwabing. Vielleicht haben Sie ein Auto da? Ja, natürlich. Bitte gehen Sie schon hinunter, ich komme sofort. Ja, ist gut. 3 Minuten. Hat sie das Fenster aufgemacht? Ich würde sagen, ja. Ja, was machst du denn jetzt? Ich würde es gerne wissen, Harry. Auftragsdienst. Hier ist die Nummer 291612. Pauli. Bitte, wenn Anrufe kommen, sagen Sie Wedekind. Nein, nur Wedekind. Von mir aus sagen Sie es jedem, der anruft, der den es angeht. Weiß schon Bescheid. Danke. Sie haben mit dem Auftragsdienst gesprochen. Anna wird sich mit Ihnen treffen wollen. Ja, aber sie hat einen Deckner benutzt. Wedekind. Wedekind? Hm? Was ist denn Wedekind? Bitte, meine Herren. Hinter. Ja, bitte. Hallo, Chef. Was ist los? Läuft jetzt hier die große Mitternachtsschau? Dann weiter. Habt ihr alles? Naja, aber viel können wir damit nicht anfangen. Die Beschreibung ist ein bisschen dürftig. Ja, ich hab dir das Bild mitgebracht. Aha. Der Mörder mit dem Kindergesicht. Ja, das ist Frau Pauli, die Mutter. Entschuldigung, das konnte ich nicht wissen. Sie machen einen Fehler. Hier wird offenbar ein Fehler gemacht. Man hält meinen Sohn für einen Mörder, was nicht bewiesen ist. Keinesfalls bewiesen ist. Ja, Frau Pauli hat recht. Rein theoretisch. Aber das ist jedenfalls der Mann, der gesucht wird. Das ist richtig, ja? Wo wohnt Ihre Schwester? Haben Sie Leute hier irgendwo? Ja, natürlich. Ja, weiter, wie viele Leute... Bitte,
Bitte niemand soll schießen. Nicht, dass einfach drauf losgeschossen wird. Nein, gib das nochmal durch, Walter. Ja, ist in Ordnung. Also, Walter, wie viele Leute hast du? Außer Robert und mir noch drei Mann. Haus 23 ist da drüben, wir haben es uns angesehen. Es hat drei Ausgänge. Ja. Also Harry und ich gehen mit hinauf. Ja, in Ordnung. Soll der denn tatsächlich hierher kommen? Ja, ich weiß es nicht. Kann sein. Wahrscheinlich. Du, und dann noch was. Frau Pauli hat auf Auftragsdienst gestellt. Ich möchte, dass du dich da einschaltest. Ich möchte alle Gespräche wissen, die da geführt werden. In Ordnung. So, hier ist der Bursche. Schaut ihn euch genau an. Komm rein. Die Herren sind von der Kriminalpolizei. Guten Abend. Guten Abend. Hat sich Berthold schon gemeldet? Nein. Hat nicht telefoniert? Wir sind auch gerade erst nach Hause gekommen, bevor du angerufen hast. Du bringst Polizei mit? Ja. Das ist Kommissar Keller. Du wunderst dich, dass ich selbst... Gerd, es ist doch so. Berthold ist unschuldig. Er hat Edgar nicht erschossen. Berthold doch nicht. Ich bin sehr froh, dass ich den Herrn Kommissar mitgebracht habe. Ihr kennt Berthold. Sag es, Gerd. Anneliese, könnte Berthold einen Menschen umbringen? Nein, das kann er nicht. Er ist ein netter, ein höflicher Junge. Mit ein bisschen Fantasie vielleicht, nicht ganz realistisch. Ein Träumer. Ja, so etwas wie ein Träumer. Kein Mann, der zu solchen Entscheidungen fähig wäre. Eine Pistole. Allein schon sich eine Pistole zu besorgen. Wo? Er wüsste nicht. Ich bin überzeugt, wenn ich ihm sagen würde, besorge eine Pistole, er wäre hilflos. Jetzt sag, habe ich Unrecht. Nein, es stimmt. Wir müssen Berthold davon überzeugen, dass es unsinnig ist, davon zu laufen. Ich weiß wirklich nicht, warum er das tut. Kannst du mir einen Whisky machen? Oder lieber einen Kaffee? Ja, okay. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Danke. Was halten Sie von der Geschichte? Ja, ich höre mir das alles an und muss zugeben, ich wundere mich etwas. Weshalb? Weil so viel von dem Jungen gesprochen wird und so wenig von dem Toten. Von Edgar? Er war doch Ihr Mann. Ja, ja, das war er. Und er wurde erschossen. Ja, ja, das ist alles entsetzlich, aber... Nehmen Sie einen Whisky. Oh ja, sehr gerne. Ach, würden Sie meinen Mitarbeiter mit einschließen? Du trinkst doch auch einen, nicht wahr? Stanitz war kein feiner Mann, Herr Kommissar. So, war er das nicht? Nein. Lesen Sie nicht diese hübschen Geschichten aus der Gesellschaft. Ich meine, die, die sich dafür hält. Mit Saufen, Orgien, Koksen und so weiter. Soda? Ein bisschen. Nein, ich habe darüber nichts gelesen. Uninteressant für Leute, die arbeiten. Er führte also ein Leben, womit man auf keinen Fall einverstanden sein konnte. Konnte man nicht. War man nicht. Und Sie auch nicht? Nein, natürlich nicht. Und Ihr Sohn auch nicht? Der schon gar nicht. Wie kannst du so etwas sagen? Die beiden verstanden sich ganz gut. Ja, nicht sehr gut, aber ziemlich gut. Zugegeben, sie lebten völlig verschieden, aber es gab niemals Konflikte zwischen den beiden. Schon aus diesem Grunde ist der Gedanke absurd, dass Berthold... Ich verstehe. Es ist gut, dass wir darüber sprechen. Von meinem Mann. Er lebt ein Leben, das ich nicht teilen konnte. Ich glaube, er hat mich nur geheiratet, weil es ihm schmeichelte. Er brauchte den Glanz, die Äußerlichkeit. Ich weiß eigentlich bis heute nicht, woher sein vieles Geld kam. Ich wollte es auch nie wissen. Ich weiß nur, dass er seine merkwürdigen Geschäftsfreunde ausspielte, einen gegen den anderen. Vielleicht ist es einem von ihnen zu viel geworden. Ein ganzer Personenkreis, der für den Mord in Frage kommt. Ist das nicht auch Ihre Meinung? Ja, es ist sicher sehr interessant, was Sie da sagen. Nein, nein, das ist die Lösung. Das ist die einzige Lösung. Glauben Sie. Thank you.
warum du nervös bist, möchte ich wissen. Glaubst du, dass er herkommt? Natürlich hat er versucht, zu mir zu kommen. Zweimal. Er stand im Hof des Theaters und schrie. Schrie, Adelise. Das zweite Mal telefonierte er. Und sie liefen hinter ihm her. Er kommt, vielleicht über den Hintereingang. Ich muss mit ihm sprechen. Vorher mit ihm sprechen, damit er weiß, was er sagen soll. Natürlich hat der Junge ihn umgebracht. Ich hätte es auch gern getan. Aber unser einer hat nicht so viel Mut. Wie so ein junger Kerl, der ganz anständig ist und ehrlich. Und der noch ein Gewissen hat und eine Moral, die wir nicht mehr haben. Aber dafür rennen wir jetzt hinter ihm her und erschießen ihn vielleicht. Nein! Nein. Sie haben mir versprochen, nicht schießen zu lassen. Der Junge hat leider eine Pistole bei sich. Aus dem, was Ihr Schwager hier sagt, geht doch ganz eindeutig hervor. Was? Was? Dass Ihr Sohn Ihren Mann gehasst hat. Unsinn! Hier werden Reaktionen eines jungen Menschen überschätzt. Eine jugendliche Empfindlichkeit, die normal ist, sich ganz normal äußert. Nein. Was mischst du dich ein? Die beiden verstanden sich nicht, aber das ist normal heute. Nichts Besonderes, dass sich junge Leute und ältere Leute nicht verstehen. Nur das empfand Bertolt. Weiter nichts! Junge Leute protestieren leicht, aber sie schießen doch nicht! Nein, es muss eine andere Lösung geben. Jemand aus den Kreisen meines Mannes. In diesen Kreisen gibt es eine Menge Dinge, die eine bessere Erklärung bieten für ein Verbrechen als die Empfindlichkeit eines jungen Menschen. Der Mann, von dem hier so schlecht gesprochen wird, den haben Sie ja immerhin geheiratet. Also muss er ja ein paar Qualitäten gehabt haben. Gar keine. Konnten Sie ihn so wenig ausstehen, diesen Mann? Ist da nicht jemand auf der Treppe? Guten Abend. Darf ich Sie um etwas bitten? Sie sind doch auch ein junger Mensch. Werden Sie mir helfen? Wie meinen Sie? Ich möchte mit meinem Sohn sprechen. Vorher mit ihm sprechen. Nur mit ihm sprechen. Tja, da kann ich nichts machen. Sie handeln doch nicht gegen Ihre Bestimmungen, wenn Sie mir erlauben, mit meinem Sohn zu sprechen. Ich werde ihm sagen, dass er die Pistole weglegen soll, dass er sie mir geben soll. Dann kann nichts passieren. Natürlich. Und Sie haben Ihr Gespräch. Fehlanzeige, Walter. Der kommt garantiert nicht. War er das? Ja, das war. Bertolt!
Haben Sie ihn? Nein, er ist in Richtung Schwabing verschwunden. Sie durchsuchen jetzt alle Lokale. Ja. Genial. Warte, ich komme mit. Wieso? Warte, ich komme auch mit. Wenn Sie erlauben. Ja, natürlich. Kommt nur mit. Willst du nicht hierbleiben? Nein, nein. Aber das ist doch nichts für dich. Nein, ich komme mit. Dann zieh nicht den Trenchcoat an, zieh dich wärmer an. Es ist kalt draußen. Aber der Trenchcoat also, ist... Hol dir den warmen Mantel. Es ist nachts halb drei. Deshalb brauchst du nicht zu schreien. Alles wegen dieses Idioten. Wen meinen Sie? Stanitz meine ich. Stanitz. Hallo? Wer ist da? Auftragsdienst? Da ist er! Warum er wegrennt, das fragen Sie mich im Ernst. Was schließen Sie daraus, dass er es war, dass er es getan hat? Aber nein, Kommissar, nein! Er spricht für seine Ratlosigkeit. Er ist in etwas hineingeraten und findet nicht heraus. Sie hatten ihn leider. Er war in einem Lokal und versuchte zu telefonieren, aber er war wieder mal schneller. Robert und Walter sind jetzt hinter ihm her. Hinter ihm her, hinter ihm her. Hört sich an, als jagen Sie einen Hund hinter ihm her. Entschuldigung. Natürlich jagen Sie einen Hund. Sie fangen ihn ein wie einen Hund und vielleicht schießen Sie ihn tot wie einen Hund. Wie können Sie sowas sagen? Wir versuchen, einen Menschen festzunehmen, der einen Mord verübt hat und der bewaffnet ist. Sie zwingen ihn ja, sich so blöd zu verhalten. Der muss sich doch wehren. Und was würden Sie vorschlagen? Warten. Abwarten. Der Junge ist viel zu anständig. Der kommt ganz von selbst. Aber Polizisten macht ja sowas Spaß. Die müssen ja das Fell vorweisen morgen früh. Bitte. Chef, es ist wie verhext. Er muss sich irgendwo verkrochen haben. Macht nichts. Ein bisschen Tränengas und ihr wird schon rauskommen. Das ganze Viertel ist jetzt abgesperrt. Es hat sich nur leider rumgesprochen, dass wir einen Mörder suchen. Mörder? Mörder, was reden Sie da? Kommissar. Kommissar. Der Junge kommt nach Hause. Zufällig. Er hat keine Ahnung. Er geht die Treppe hinauf. Er schließt auf. Er steht vor einem Toten plötzlich. Er steht hier angewurzelt. Der Schreck, der maßlose Schreck, den er hat, er fasst es doch einfach nicht. Er sieht die Pistole liegen, er hebt sie auf. Das alles haben Sie mir schon mehrere Male erzählt. Es klingelt. Es wird geklopft. Er macht auf. Schippmann steht da. Der Mann hat doch keinen Verstand für einen Mann wie Schippmann. Ist doch, kann doch das Einfachste nur wahr sein. Ein Toter, ein Mann mit einer Pistole in der Hand, natürlich ist das der Mörder. Begreifen Sie doch, Kommissar, der Junge hat es in den Augen von Schippmann gelesen, das Wort Mörder. Und da lief er los. Und er läuft jetzt noch. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ach, dann verstehe ich Sie nicht. Was zieht ihr wieder von den Normalen? Warum unterstützt ihr mich nicht? Könnte es nicht so gewesen sein? Ich weiß zwar, Sie haben schon zu, aber ich brauche einen Cognac. Sag mal, was ist denn mit dir los? Ich glaube, die Frau ist völlig verzweifelt. Ist ja auch kein Kunststück. Ihr eigener Sohn erschießt ihren Mann. Aber sie sagt doch, er wäre es nicht gewesen. Ja, das versucht sie uns beizubringen. Aber nicht ungeschickt, Chef. Die kriegt mich noch weich. Ja, mich vielleicht auch. Jedenfalls eine großartige Schauspielerin, was? 29, 16, 12. Ich möchte wissen, ob Anrufe für mich da sind. Niemand? Kein Anruf. Danke. Was guckst du mich so an?
Nee, Leute, Schluss. Ausverkauft. Ende. Seien Sie ruhig. Ganz ruhig, bitte. Ich tue Ihnen doch nichts. Schreien Sie nicht, bitte. Ja. Wollen Sie mir die Luft abdrehen? Zum Teufel, was fällt Ihnen ein? Verzeihen Sie bitte. Was ist denn los da draußen? Polente? Haben Sie was ausgefressen? Nehmen Sie mich mit rein, bitte. Ist es Ihre Wohnung? Also rein? Ich denke gar nicht dran. Verdammter Idiot. Komm. So. Was sagst du? Was hast du denn gedacht? Aber wenn du denkst, ich verstecke Verbrecher hier, dann irrst du dich. Wir können uns das hier nicht leisten, verstehst du? Ach komm, nur bis sie vorbei sind. Wenn sie reinkommen und mich fragen, dann bist du dran. Was hast du gemacht? Einbruch? Ach, Unsinn. Meinst du, ich bin alleine hier? Kann ich immer telefonieren? Dann musst du in den Flur gehen. Aber dann haust du ab, verstanden? Hinter da draußen ist vielleicht ein Betrieb. Die ganze Straße voll Polizei. Die suchen Mörder. Was? Du Schwein, hast jemanden umgebracht? Los, raus hier! Ist was hinterlassen worden? Meinst du, wir wollen hochgehen, deinetwegen? Los, raus, hier! Wedekind, danke. Kinder, das ist ein Mörder hier! Das ist ein Mörder hier! Ich sag, raus! Los, raus! Der Schwein ist mir an den Grund gegangen! Na, warte! Hier hat man sehr ruhig. Warum ich diesen Mann geheiratet habe? Warum? Ich weiß es nicht. Es gehört zu einer Reihe von Irrtümern, die man eben macht. Ich habe mich oft geirrt in meinem Leben. Nicht beruflich. Da ging mir alles fabelhaft. Aber privat. Dieser war vielleicht der schlimmste von allen Irrtümern. Aber Edgar war ein gewinnender Mann. Er bot mir Dinge, die ich fast vergessen hatte. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das heißt, Schauspielerin zu sein. Ein Leben ohne Zentrum, ohne Wärme, ohne Schutz. Privat, meine ich. Ohne wirkliches Zuhause. Laura sagte, heirat halt wieder. Wer sagt das? Laura Wedekind, meine Garderobiere. Der schlechteste Ratschlag, den sie mir geben konnte. Heute weiß sie es. Jetzt weiß sie es. Ja, man weiß nie, was mit Gefühlen wird im Laufe der Zeit. Was sagte Ihr Sohn zu Ihrer Heirat? Er mochte meinen Mann. Ja? Wirklich, wirklich, er mochte ihn. Wenigstens zuerst. Es hat sich etwas geändert, weil Berthold wurde älter und wer älter wird, wird kritischer. Ja, er wurde kritischer Edgar gegenüber. Auch unter dem Einfluss von meinem Schwager. Der mochte meinen Mann nie. Von Anfang an nicht. Das ist gut, da kommt er nicht mehr raus. Laura, ja. Wedekind. Wo? In der Franz-Josef-Straße. Und die Nummer? Ah ja, danke. Sie sind in der Baustelle. Was Sie machen sollen. Im Stellt ist er raus, kann er nicht mehr. Sollen Sie jetzt mit Lautsprecher? Robert meint, vielleicht sollte man Hunde einsetzen. Hunde? Sie wollen Hunde auf ihn hetzen? Hunde? Na, bitte doch, keine Hunde. Nein, also keine Hunde. Es geht auch so. Lass ihn doch, er weiß doch, was er zu tun. Lassen Sie sich das eigentlich alles gefallen, Chef?
Versprech mir was davon. Darunter. Na los, kommen Sie! Ich kann doch mit ihm reden. Nein. Warum nicht? Das ist doch ein guter, ein vernünftiger Vorschlag. Auf mich wird er hören. Mir wird er die Pistole aushändigen. Ich werde ihn dazu bringen, dass er herauskommt und sich in den Still. Nein. Aber warum denn nicht, Chef? Hier muss ja geschossen werden. Halten Sie den Mund oder Sie können nach Hause gehen. Zum Herumstenkern brauche ich Sie nicht. Wo ist er? Irgendwo da drin. Er sitzt in der Falle. Könnt ihr eine Seite freimachen? Wie freimachen? Naja, da, wo es zur Franz-Josef-Straße geht. Was, freimachen? Ja. Ja, er will in die Franz-Josef-Straße. Er soll da hingehen. Aber Chef, wir brauchen ihn doch hier nur rauszuholen. Ich mach das. Hast du mich nicht verstanden? Chef, ich weiß nicht, aber bitte. Lassen Sie mich hingehen. Wo ist er? Ich gehe hin! Sie bleiben hier. Bitte. Herr Eisenburg. Herr Schäfer, kommen Sie. Kommen Sie weg hier. Ich kann doch nicht zusehen, wie Sie ihn... Da! Da ist er! Ich sehe ihn! Sieh mal! Hinterher! Rutsch den Kies runter! Ja, da! Da! So, schnell! Jetzt! Hier ist er! Lauf doch! Kann hier nach hier rum! Wo rennt denn der hin? Wahrscheinlich in die Franz-Josef-Straße. Ah, na, dann ist ja gut. Bertolt! Bertolt! Er ist weg. Wieder einmal. Ich glaube, ich gehe jetzt. Ich halte das nicht durch. Ich möchte nach Hause. Soll ich Sie mit einem Wagen nach Hause bringen lassen? Nein, nein, danke, Kommissar. Ich nehme ein Taxi. Es geht schon. Irene, du wirst doch nicht. Das ist doch... Bitte, lass mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe! Eine verrückte Nacht. Brauchen Sie mich noch? Ich habe Sie nie gebraucht. Robert! Zieh deine Leute an. Sie machen nichts mehr ohne Auftrag. Und der Auftrag kommt von mir, wenn er kommt. Verstanden? Ja, aber... Ja, bitte. Walter? Ja? Du gehst hinter der Pauli her. Sie geht in die Franz-Josef-Straße. Vielleicht geht sie nicht den kürzesten Weg, aber sie wird gehen. Und lass dich nicht sehen. Lass sie gehen. Und wenn ihr Junge dir über den Weg läuft, dann lass auch ihn gehen. Komm, Harry. Wir müssen vor den beiden da sein. Ja, aber was ist denn los in der Franz-Josef-Straße? Die muss erst aufstehen, Chef. Glaube ich gar nicht. Siehst du? Ja, meinen Sie, sie weiß Bescheid? Ja, wir werden sie fragen. Wer ist da? Kriminalpolizei. Haben Sie gehört, Frau Wedekind? Weswegen kommen Sie denn? Ist doch 4 Uhr morgens. Ja, aber Sie waren in 10 Sekunden an der Tür und sind vollständig angezogen. Bitte. Danke. Ja, danke. Warten Sie auf jemanden? Nein. Ich konnte nicht schlafen und wenn ich nicht schlafen kann, dann stehe ich auf und ziehe mich an. Darf ich fragen, weshalb Sie nicht schlafen konnten? Das Alte. Es ist das Alte. Ja. Was wollen Sie von mir? Ich wollte eigentlich hier mit Ihnen zusammen warten. Auf Irene Pauli und auf Bertolt. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Es wird nicht lange dauern. Sie ist ja schon auf dem Wege und auch Bertolt auf dem Wege hierher. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Nein, danke. Nur wenn ich vielleicht rauchen dürfte, ja? Sie sind also die Garderobiere von Frau Pauli? Ja. Schon seit 20 Jahren. Das ist eine lange Zeit. Eine lange Zeit.
aber eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Eine große Frau Irene Pauli. Haben Sie sie schon mal gesehen? Sie meinen auf der Bühne? Ja. Nein. Wissen Sie, ich habe einfach zu wenig Zeit, um ans Theater zu gehen. Dann können Sie diese Frau nicht beurteilen. Ich meine, falls Sie sich ein Urteil gebildet haben. Nein, nein, natürlich nicht. Also nicht genau. Ich versuche jedenfalls, mir einen Eindruck zu verschaffen. Eine großartige Künstlerin. So. Sie wird von Jahr zu Jahr besser, wesentlicher. Es gibt keine Abnutzung bei ihr, keine Routine. Noch manche werden in Jahren perfekter und brillanter. Hm. Aber wie soll ich sagen, sie leben nicht mehr. Ja, ich verstehe. Das trifft aber bei Irene Pauli nicht zu. Nein, sie bezahlt dafür. Mit ihrem Privatleben? Ich sehe, Sie haben mich verstanden. Kein Glück mit Ihrem Mann? Nein, ach, dieser Mensch, der nimmt ja alle Kraft, die sie eigentlich für die Bühne braucht. Aber sagten Sie nicht eben, dass es bei ihr keine Abnutzung gibt? Weil es die Pauli ist. Jede andere Frau in dieser Situation wäre längst fertig. Und Berthold? Sie liebt ihn. Eine Beziehung, die immer stärker geworden ist. Je mehr sich ihr Mann als Versager herausstellt. Ja, also wenn man das so hört, dann könnte man doch annehmen, dass Stan jetzt auf die Dauer nur gestört hat. Naja, er wurde ja auch erschossen. Wussten Sie das? Ich weiß nichts. Dieser Mann bewegte sich doch in Kreisen, wo alles möglich ist. Wer hat ihn denn erschossen? Berthold. Was? Berthold? Der soll... Das ist absolut ausgeschlossen. Nein, nein. Wie kommen Sie denn gerade auf Berthold? Wann wurde Stan jetzt denn erschossen? Heute Abend gegen 10.30 Uhr. Aber ist doch Dienstag heute. Ich meine, gestern war doch Dienstag. Und Dienstag ist doch Berthold immer im Schachclub. Er kommt nie vor Mitternacht nach Hause. Ja, aber diesmal kam er früher. Der Hausmeister hörte einen Schuss, er ging hinauf und klingelte und klopfte. Und da sich niemand meldete, holte er einen Schlüssel. Er schloss auf und an ihm vorbei stürzte Berthold, die Pistole noch in der Hand. Aber Herr Kommissar, der Junge, das ist doch ein ganz reizender Junge, voller Gefühl und ganz weich und absolut unfähig, solch eine Tat zu begehen. Er liebte seine Mutter. Er sah vielleicht, dass sie sich quälte. Da stand jetzt ein Irrtum war. Ein vollkommener Irrtum, den er korrigiert. Aber nein, nein, Berthold ist doch... Er kommt dafür nicht in Frage, ist ganz ausgeschlossen. Und wenn Sie einen Mörder suchen, dann suchen Sie doch in den Kreisen, Ich weiß, in den Kreisen, in denen Stan jetzt verkehrte. Ja. Aber das haben wir ja gar nicht nötig. Wir wissen ja, wer der Mörder ist. Berthold. Er wurde überrascht mit der Pistole in der Hand, mit der er sich sogar verteidigt, denn er schießt. Noch gehen Sie? Lassen Sie sie herein. Aber sie wird Sie warnen. Wie flüstern miteinander? Ja, lass, komm. Komm, lass. Also, wohin ich wollte. Ja, ich konnte es mir denken. Und nun, da ich Frau Wedekind kenne, verstehe ich sie sogar. Eine Freundin, nicht wahr? Sie ist so etwas wie das Zuhause, das Sie vermisst haben. Könnte man das so sagen? Ja. Ich habe eine Aussage zu machen. Ja, bitte. Stan jetzt hat mit mir telefoniert. Wann? Etwa gegen 10 Uhr. Man gab mir das Gespräch in die Garderobe rauf. Stand jetzt war in heller Aufregung. Herr Zulauer sagte mir, ich habe eine große Dummheit gemacht. Ach, er duzte Sie? Ach, wir kennen uns gut. Welche Dummheit hat er denn gemeint? Er habe Geld verloren. Über 5000 Mark, ob ich sie ihm geben könne. Ich sagte, geh zum Teufel, arbeite, wenn du Geld willst. Er sagte, wenn ich bis 10:30 das Geld nicht habe, dann legen die mich um. Ich sagte, die Leute bekommen noch mal 5000 Mark dazu, wenn sie dich wirklich umlegen. Oh, entschuldige. Aber ich mochte ihn nicht. Und außerdem habe ich ihm kein Wort geglaubt.
Ist ja gut, Irene. Ich wusste ja gar nicht, du hast mir ja gar nichts gesagt, dass angerufen hat, der, sagst du? Ja, aber warum sollte ich? Ich hatte doch nicht dagegen, dass man ihn erschießt. Entschuldige. Wenn Sie darin eine Schuld sehen, dann will ich sie tragen. Herr Kommissar. Ja? Was ich gesagt habe, nehmen Sie bitte als eine Aussage, die ich auch jederzeit wiederholen werde. Haben Sie mich verstanden? Ja, ja, gehört und verstanden. Ach, dann lassen Sie den Jungen doch laufen. Man muss ihm doch klar machen, dass er nichts zu befürchten hat. Ja, er kommt ja hierher. Ach, Harry, Frau Wedekind ist etwas nervös. Pass doch bitte im Flur auf, ja? Was haben Sie eigentlich heute Abend gespielt? Maria Stuart. Maria Stuart? Von Schiller. Danke. Der Lord lässt sich entschuldigen, er ist zu Schiff nach Frankreich. Ja, ich habe mal in einer Schüleraufführung die Rolle des Kent gespielt. Ist keine sehr gute Rolle, aber sie hat das letzte Wort. Und es ist ja sehr wichtig im Theater, wer das letzte Wort hat. Da kommt er. Na, endlich. Kommissar! Festhalten, Harry! Halten Sie nicht! Stehen bleiben! Scheiß, warum haben wir ihn nicht geschafft? Nicht schießen! Aber haut doch an! Egal, aber nicht schießen! Gebt dann alle Bescheid. Fangt ihn ein, aber nicht schießen. Warum denn nicht? Er ist nicht der Mörder. Die wissen, warum wir uns hier anstrengen. Da ist er ja wieder! Hör mich doch! Geh daher! Ja. Auf doch! Auf doch! Ja. Der kriegt seine Jacke ab! Jetzt! Ja, jetzt! Er hat ihn schon! Zurück! Alle! Schneller! Lauf doch! Wir kriegen ihn ja! Der kann ja da nicht weg! So. Er ist unten im Schacht und läuft in Richtung Universität. Na los, steig ein! Hier geht's nicht weiter. Komm. Halt! Halt! Zurückbleiben! Zurückbleiben! Warte!
Polizei, die Kriminalpolizei! Da Sie es nicht waren, Berthold, wer war es also? Wie haben Sie doch gesagt, Frau Wedekind? Er nahm ihr alle Kraft, die sie eigentlich für ihren Beruf gebraucht hätte. Weiterspielen? Oder sich von Stein jetzt ruinieren zu lassen, das war hier die Frage. Und Sie haben sie gelöst. Auf Ihre Weise, Frau Pauli. Es war alles sehr gut überlegt, alles sehr gut vorbereitet. Nur eins war nicht überlegt, nämlich dass Berthold früher nach Hause kam und dadurch mit in die Sache hineingezogen wurde. Die Fahrt an dem Wagen, ungefähr 5 Minuten, vom Schauspielhaus bis zur Wohnung, in der Stein jetzt war. Der Mord selbst brauchte nicht viel Zeit. Und Frau Pauli war schon längst wieder weg, als Berthold kam. Berthold sah den Ermordeten, hob die Waffe auf und wurde von Schippmann überrascht. Tja, es war eigentlich alles genauso, wie Frau Pauli uns immer erzählte. Und das war das Raffinierteste an der Sache. Indem sie so verzweifelt jeden Verdacht von ihrem Sohn ablenkte, lenkte sie natürlich auch jeden Verdacht von sich selbst ab. Denn niemand kommt auf die Idee, jemanden des Mordes zu verdächtigen, der einen anderen so nachdrücklich entlastet. Tja. Nun brauchten sie eigentlich nur noch ihre Rolle zu Ende zu spielen. Wie sagt Maria Stuart am Schluss, mög euer Lohn nicht eure Strafe werden. Lebt wohl, jetzt habe ich nichts mehr hier auf Erden.